Das Projekt ist eigentlich sehr gut gelaufen nach dem Plan. Also zeitlich ist es gut abgegangen. Wir sind eigentlich jetzt genau an dem Zeitpunkt am Reinzügeln, wo wir ursprünglich mal wollten. Jetzt sind wir mitten drin. Wir haben letzte Woche bereits angefangen, sind Büroräumlichkeiten eingerichtet worden im Erdgeschoss. Wir haben davon die Einrichtungsgegenstände überall rein tun, die nur denkbar sind. Und jetzt sind wir in den Startlöchern. Heute ist der Packtag im alten Heim. Das bedeutet, es sind jetzt etwa 30 Leute vom Zivilschutz auch hier, die zusammen mit der Pflege, etwa mit 11 Packteams, die sie jetzt Zimmer für Zimmer einpacken. Kisten werden abgepackt und bereitgestellt. Morgen kommt noch etwa eine 12-köpfige Equipe von einer Zügelfirma. Und dann wird das Zimmer für Zimmer übergezügelt. Es passiert in zwei Rutschen. Wir haben ja etwas um die 47 Bewohner jetzt gerade noch im Haus. Da machen wir am Dienstag eine Runde zügelten und am Mittwoch eine Runde. Und am Mittwochabend sind wir dann alle wieder in diesem Haus und können hier weiterarbeiten. Es sind drei Pflegestockwerke an jeweils 20 Zimmer, 20 plus 1, um genau zu sein. Das gibt dann 60 Bewohner plus eben die drei Zusatzzimmer. Was wir auch noch vielleicht haben, ist jetzt hier im Neubau, ist eben, die Spitex ist jetzt auch im Haus. Die sind übrigens auch letzte Woche eingezügelt, die sind schon da. Die sind im Gartengeschoss, haben sie ihre Räumlichkeiten und dürfen von dort aus jetzt eigentlich ihre Arbeit machen. Erwähnenswert würde ich sagen, ist schon, man kann glaube ich sagen, auch ein gewisses Farb- und Signaletikkonzept, das dahinter steckt. Es ist uns ja wichtig, dass die Leute, die unterschiedlich gut zu Weg sind, halt wirklich auf ihren verschiedenen Ebenen abgeholt werden und sich dann auch wieder zurechtfinden im Haus. Es gibt Leute, die vielleicht mehr auf Farben ansprechen, es gibt Leute, die vielleicht mehr auf Zahlen ansprechen oder was auch immer. Oder zum Beispiel auch, dass auf einem Stock jetzt so wie hier eine Sitzgruppe steht oder so irgendetwas, wo ihnen Orientierung gibt. Was vielleicht auch speziell ist, jetzt hier an diesem Bau, ist, da bin ich auch stolz drauf, das ist unser Dorfplatz, oder? Das ist ja im Entree, wo man reinkommt, das ist wirklich das Atrium, der grosse Raum, wo eigentlich alle einander sehen können. Vom dritten Stock in Säge runter sieht man durchgängig runter und umgekehrt. Und auf dem Platz unten selber, dort ist ja die Bibliothek eine kleine, dort hat es Briefkästen, dort hat es den Zugang zum Coiffeur oder auch zum Behandlungsraum. Oder man geht um eine Ecke herum, gerade ins Restaurant, eben einen richtigen Dorfplatz. Und so wollen wir es eigentlich dann auch leben miteinander, dass man dort wirklich zusammenkommt und dort auch Sachen machen.